Herzlich willkommen zum Derby Extrem. Ganze 3 Meter trennen die Vereinsheime von Cosmos Wedel und Roland Wedel 2. Roland, letzte Saison dem Abstieg nur knapp entkommen, hat sich top verstärkt. Zum Beispiel mit Tugay Hayran. Der kam vom Oberligisten Wedeler TSV, ist jetzt Kapitän und Spielmacher. Knapp 100 Zuschauer verfolgen die Partie, die mit einer Unachtsamkeit von Cosmos beginnt. Das ist Burak Bayram, frisch aus der Landesliga dazu gestoßen. Dessen Abschluss jedoch noch nicht von Erfolg gekrönt. Nächste Gelegenheit für Roland. Cosmos Hintermannschaft unkonzentriert. Und da rauscht Mohamed Shahin heran. 0:1 für die Gäste, die hier an der Schulauer Straße ebenfalls beheimatet sind. Shahin sollte eigentlich gar nicht spielen, ist kurzfristig in die Startelf gerutscht, bedankt sich hier bei seinem Coach. Mohamed Shahin ist nach 3 Jahren Pause zurück im Amateurfußball und zeigt, dass er nichts verlernt hat. Und nun aufgepasst, liebe Zuschauer. Raimo Butler tritt zum Eckball an. Fährter steigt hoch. Verunsicherung. Noch ein Schuss. Und der Treffer wird gegeben. Es steht 1:1. Und wir können wirklich nicht sagen, ob der drin war. Selbst Torschütze Frederik Fährter weiß es nicht. Adleraugen sind gefragt. Vielleicht haben sie die ja. Hier wäre Torlinientechnologie ein Segen gewesen. Roland Wedel ist verärgert. Die stürmen nach vorne. Sali Boskurt geschickt im Duell gegen 2. Und der trifft. Roland Wedel schießt umgehend den Führungstreffer. Was für ein Timing des Tabellendritten. Sali Boskurt tankt sich durch den Strafraum und lässt Keeper Schuld keine Chance. Boskurt spielte in der Jugend noch mit seinem Trainer zusammen, denkt noch nicht ans Aufhören. Cosmos kombiniert sich nach vorne. Die müssen treffen, sollten sie noch mit einem Unentschieden in die Pause gehen wollen. Mühlich! Und der muss einfach sitzen. Letzte Saison Torschützenkönig, heute Vogelschreck. Und wie es sich für ein echtes Derby gehört, muss es auch harte Zweikämpfe geben. Mühlich gerät damit Yasha Ak und Hatice Doğan aneinander. Geschubse. Doch die Situation eskaliert glücklicherweise nicht. Tugay Hayran, Elbkick-Zuschauern bekannt für seine Freischüsse, schießt. Und zwar ziemlich gut. Torhüter Leon Schuld gerade noch so am Ball. Im Gegenzug wieder einmal Cosmos. Punktgenauer Ball zu Cosmos Top-Torschützen Mühlich. Doch Saisontreffer 11 bleibt ihm hier verwehrt. Roland Wedel ist spielerisch überlegen. Ozan Mutlu mit der Übersicht und dem Ball auf Boskurt. 1-gegen-1 Situation. Folgt Treffer Nummer 2. Nein! Leon Schuld, bester Kosmoraner auf dem Platz. Hilft Cosmos eine Standardsituation? Hier fehlen nur Zentimeter. Wir springen in die zweite Halbzeit. Freistoß aus identischer Position. Bayram macht es besser, doch Schuld ist mit einem überragenden Reflex noch am Ball. Ecke, Roland drückt, doch das Tor will einfach nicht fallen. Die letzten Minuten brechen an. Cosmos wirft alles nach vorne. Und das bietet Platz für Konter. Überragender Ball von Keeper Üstündag auf Burak Bayram. Und der legt ihn sich per Kopf vor. Und der trifft. Das ist die Entscheidung. Und dieses Tor ist hochverdient. Einzig dem überragenden Leon Schuld ist es zu verdanken, dass sie noch nicht höher hinten liegen. Doch hier ist auch er machtlos. Bayram ist seiner Frau zuliebe in die Kreisliga gewechselt. Erzielt sein 2. Saisontor. Letzte Gelegenheit für Cosmos. Es wird nochmal eng vor dem Gästetor. Mohamed Shahin kommt an den Ball, treibt ihn nach außen. Hauptsache weg vom Tor. Und dann pfeift Schiedsrichter Seliger ab. 90 Minuten lang war Roland Wedel die bessere Mannschaft, geht verdient als Sieger vom Platz, auch dank Tugay Hayran.